Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Zum sechsten Mal hallo beim Telestammtisch, zum Recap von The Last of Us. Wir besprechen, wer hat es gedacht, die sechste Folge der Serie, die ihr aktuell exklusiv auf Sky bzw. Wow sehen könnt. Ich bin der Stu und heute zu Gast ist einmal die Theresia. Hallo Theresia. Hallo. Und der Sven. Hi Sven. Hallo. Wir besprechen heute die Folge mit dem Titel Familie. Die geht 56 Minuten. Das Buch stammt wieder von Craig Mazin. Regie führte diesmal die bosnische Regisseurin Jasmila Sabanic. Die hat zuvor Independent-Filme gemacht wie Kuvades Aida oder Esmas Geheimnis. Das ist ihre erste Serienregie. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, das werden wir im Laufe dieses Recaps herausfinden. Zuvor eine Frage an euch, zwei Hübschen. Wir waren schon mal in der Konstellation, oder? Ja. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau, welche Folge, aber ja. Kann das sein? Na gut, dann habe ich mich nicht getäuscht. Ich glaube, die dritte. Nee, bei der dritten war ich nicht dabei. Könnte dann irgendwie die vierte oder so. Ich keine Ahnung, hört es euch einfach an. Ja, genau, ihr als große Fans wisst es natürlich da draußen. Schreibt uns euch gerne in die Kommentare. Oder schreibt uns alles Mögliche in die Kommentare. Wir lesen es, weil wir sind sehr einsam und haben zu viel Zeit. Gut, wäre das geklärt, fangen wir gleich an mit Folge 6. Und wir sehen noch einmal das, was am Ende von Folge 5 passiert ist, nämlich den Suizid von Henry. Und dann gibt es gleich einen Zeitsprung, nämlich 3 Monate später. Und wir sehen, glaube ich, zum allerersten Mal in der Serie sehen wir Schnee. Wir sehen eine Winterlandschaft. Wie hat euch, als ihr das zum ersten Mal gesehen habt, dass dieser 3-Monats-Sprung drin ist, wie habt ihr das gefunden? Fand ihr das gut, fand ihr das schlecht? Theresia, erzähl mal. Ich war überrascht. Aber ich fand's schön. Also es war jetzt mal ein kompletter Wechsel hier so von diesen grauen Innenstädten hier in die Landschaft. Es ist Winter, es ist Schnee. Ich fand's schön. Da ich jetzt den Winter über bei uns den Schnee vermisst habe, fand ich das zumindest mal schön. Ich mochte das Setting auch sehr. Also ich finde, es ist was anderes, es ist schön. Es passt halt auch zu diesem Western-Feeling ganz gut. Ich habe mich gefreut. Ja. Und so richtig fängt die Folge an, als wir dann eine Gestalt durch die Landschaft stapfen sehen, eine Art Jäger, er kommt nach Hause und wir sehen dann relativ schnell, es ist nicht Joel, es ist ein für uns unbekannter Mann, der sich niederlässt, den Pfeil und seinen Bogen niederlegt und mit seiner Frau spricht, die relativ cool wirkt. Und dann sehen wir, dass in der Ecke Joel steht und den Revolver parat hat und dann wird uns gewiss, okay, Joel hat sich da wohl sehr wahrscheinlich mit Gewalt Zutritt verschafft. Aber der Jäger, nenne ich mal, und seine Frau, die sind echt ziemlich cool damit, oder? Ich fand die Szene eh großartig. Also schon da, wie halt dann die beiden miteinander kommuniziert haben und wie die dann eben auch auf Ellie reagiert haben, wo die genau gewusst haben, okay, die ist anstrengend, der Kerl ist gestraft genug. Das fand ich auch. Die waren wirklich mega locker drauf. Die Wortspiele fand ich ganz witzig. Wenn sie dann sagt, hast du ihnen wirklich die Wahrheit gesagt? Und der dann so, sagst du mir die Wahrheit? Und sie, ja. Das ist übrigens ganz interessant, weil diese, ich nenne es mal Taktik, die werden wir wahrscheinlich im Laufe der Serie nochmal zu sehen bekommen, denn zumindest in den Spielen gibt es ja da doch noch eine Szene, wo Joel halt diese, ich nenne es mal Verhörtaktik anwendet. Ist ja nicht verkehrt. Das ist ja hier alles so misstrauisch. Also ich glaube wirklich, dass Joel an und für sich eben nichts Böses will, aber du weißt immer nicht, wie sich dann die anderen eben verteidigen. Und wahrscheinlich in dieser Zeit wird lieber zuerst geschossen und dann gefragt. Ja. Hier sei noch erwähnt, ich fand die Szene hauptsächlich auch deswegen toll, wegen dem Darsteller des Mannes, das ist nämlich Graham Greene. Der war eine Zeit lang so der Nummer 1 Native American Darsteller in den USA. Der spielte unter anderem in Halbblut oder in Der mit dem Wolf tanzt mit. Und den habe ich jetzt seit einigen Jahren immer weniger gesehen, aber jetzt ist er endlich wieder dabei. Ich meine auch, dass er in Stopp langsam 3 mit dabei war, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich finde es schön, ihn zu sehen, aber irgendwie war das so eine Dynamik zwischen diesen 4 Leuten da in diesem Raum, wo ich sage, schon ein bisschen schade, dass wir von dem wahrscheinlich nichts mehr sehen werden, oder? Ja, ging mir genauso. Ich mag Graham Greene sehr, sehr gern als Schauspieler und ich habe mich auch richtig gefreut. Ich habe jetzt hingeguckt und dachte, ist das nett? Und dann dachte ich, oh nee, geil, ist es. Und es hat wunderbar funktioniert und ich hätte auch gern ein bisschen mehr gesehen.
Ich auch. Also wirklich, diese Chemie zwischen den Vieren und so weiter, das war wirklich sehr unterhaltsam. Es war sehr amüsant, dieser Auftakt. Vor allen Dingen finde ich es ganz witzig, dass er auch, ja, nachdem sie ihnen dann sagen, wo sie sind und dann auch sagen, geht nicht über den Fluss. Das ist ungefähr so, wie wenn sie sagen, fahrt nicht zu dieser Waldhütte oder fahrt, macht sonst irgendwas nicht. Keiner, bloß kein Recap beim Telestand. Er war ja wirklich ehrlich und hat gesagt, ja, was ist denn der beste Weg nach Westen? Ja, wenn ihr nach Westen wollt, geht nach Osten. Genau. Also rückblickend, glaube ich, war es wirklich die humorvollste Szene bislang in der ganzen Serie, aber das war auch so ein Humor, der war nicht so forciert. Der wirkte auf mich relativ natürlich. Schade halt, oder was heißt schade, aber es war halt schon der einzige Humor, den wir so richtig jetzt zu sehen bekamen in dieser Folge, die Last of Us typisch ja relativ ernst ist. Und das geht auch relativ schnell weiter, nämlich wenn Joel und Ellie dann diese, ich nenne es mal, Hütte da verlassen, dauert es ja keine 2 Meter und Joel bekommt eine Panikattacke. Und das ist ja auch, also korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber das war zum allerersten Mal innerhalb der Serie, oder? Wäre mir vorher nicht aufgefallen, ne? Aber er hat ja immer wieder mal so Aussätze. Also also das war ja, in der allerersten Folge ist es nicht auch schon, dass er da, also so extrem war es nicht. Ich finde auch, dass es schlimmer wird, aber er hat zwischendrin immer wieder mal so kleine Momente, wo man nicht ganz weiß, tickt er jetzt klar aus oder fällt er in Ohnmacht. Ja. Und du merkst ja die körperlichen Schwächen. Also da, wo er gesagt hat, so quasi, ja, wir gehen hier jetzt nicht alle Stockwerke hoch, sondern nur so viel, wie ich schaffe. Oder dass er eben auf dem einen Ohr nichts mehr hört. Also diese Krankengeschichte zieht sich schon über mehrere Folgen jetzt hin. Aber so eine Panikattacke in der Form hatte ich bisher noch nicht so erlebt. Ja, also ich habe mir so für mich erklärt, woher das kommt, nämlich halt eben, das nehme ich mal an, ist jetzt schon seit den letzten 3 Monaten, seit dem Vorfall mit Sam und Henry halt der Fall. Er hat ja auch in der späteren Folge noch ein sehr wichtiges Gespräch mit seinem Bruder, da werden wir dann gleich noch zu kommen. Ich glaube, da wird schon ungefähr erklärt, was ihn gerade so ein bisschen seelisch, sage ich mal, malträtiert. Und es wird auch nicht die erste, oder es ist nicht die einzige Panikattacke, die er hat im Laufe dieser Folge. Aber die nächste lässt auch ein bisschen auf sich warten. Was wir jetzt mal bekommen, ist eine kleine Wandermontage und wir sehen den Fluss des Todes. Und ich finde, Ellie reagiert relativ richtig auf diesen Anblick dieses Flusses, nämlich mit gruselig, denn es ist halt einfach ein Fluss. Also da ist jetzt nichts wirklich, was gruselig ist. Oder Theresia, hast du irgendwas entdeckt, wo du sagst so, Wasser. Nee, es wäre eigentlich die perfekte Winterlandschaft gewesen. Also wenn man jetzt nicht weiß, was so drumherum ist, hätte man das einfach auch genießen können. Also ich wusste, weiß jetzt auch nicht, was jetzt da so gruselig an dem Fluss sein soll. Hast du dich wegen ein bisschen gruselt, Sven? Nee, ich habe direkt über das Eisangeln nachgedacht und mir überlegt, wie ich vielleicht als Amateur ein Loch da reinbekomme, um eine Angel reinzuwerfen. Nein, aber ich habe auch gedacht, jetzt kommst du hin und vielleicht ist der Fluss gefroren und da hängen schon Arme raus oder Beine oder sonst irgendwas, wo man sagt, okay, das heißt, überleg dir gut, ob du rüberkommst. Aber dann war es halt wirklich nur ein Fluss. Ja, unsere 2 Wandersmenschen hat anscheinend diese Fluss des Todes-Geschichte nicht weiter interessiert. Ellie redet davon, dass sie gerne lernen möchte, wie man Hasen jagt. Joel reagiert, wie Joel immer reagiert, nämlich mit, von mir aus, machen wir besser nicht. Und irgendwann sitzen wir dann am wärmenden Feuer und Joel präpariert seine Schuhe mit Gaffertape. Ellie trinkt ein bisschen, darf ein bisschen Alkohol mittrinken und Gott sei Dank, sie mag es nicht. Wo ich mich auch immer frage, sie ist 14, da habe ich mich gefragt, wann war es bei mir der Übergang, dass ich dachte, irgendwie schmeckt mir Alkohol jetzt doch ganz gut. Musste ich wirklich mal nachdenken. Natürlich könnte ich das euch jetzt fragen, aber es hat nichts mit der Serie zu tun, aber ich frage euch trotzdem, wisst ihr noch, wann ihr den Geschmack für Alkohol für euch entdeckt habt? Da fragst du was. Also ich glaube, probiert habe ich relativ früh, weil meine Mama gesagt hat, das ist Cola und ich glaube, es war was anderes. Wie oft? Da trink! aber ich glaube, das war halt wirklich so, 14 vielleicht jetzt nicht, aber nicht weit weg, dass du halt eben als Jugendlicher so mit so Süßkram halt anfängst, wie jetzt, keine Ahnung,
Baileys oder irgendwas mit Säften gemischt. Also was hab ich früher, wenn ich fort war, irgendwie Malibu Kirschtrunge, und jetzt kreuzelst du mir die Fußnägel auf, wenn ich dran denke, wie süß das ist. Bei mir ist es Martini Bianco. Früher als Teenager geliebt, mittlerweile, geh mir weg mit dem Zeug. Sven, Saufnase. Ich hab früh angefangen. Mich hat der Opa schon, als ich klein war, immer die Schaumkrone trinken lassen. Das kenne ich aber auch noch. Das kenne ich auch. Das würdest du heute auch nicht mehr machen. Also, da würden die Leute in die steinigen. Aber sonst, ich weiß gar nicht. Ich weiß, an was ich mir wirklich den Läden getrunken habe, das ist Metaxa, Sambuca und Ding, stimmt, Martini. Ich hab irgendwann angefangen, ein bisschen Bier zu trinken und dann halt die härteren Sachen, aber keine Coke. Damit hatten wir jetzt einen persönlichen Einblick in die Leben unserer Teilnehmer hier, damit können wir das abhaken. In die Leben und Leber. Ja, genau. Unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Jetzt können wir uns wieder um die Serie kümmern. Danke, dass ihr nicht vorgespult habt. Und am Feuer gibt es jetzt noch eine Aussprache bzw. einen kleinen Dialog, den ich für sehr wichtig halte. Nämlich, es kommt die Frage auf, sag mal, was machen wir eigentlich, wenn das hier alles vorbei ist? Also wenn das Gegenmittel da ist. Und das ist eine Frage, die sehr interessant ist, weil bislang hat die keiner wirklich gestellt. Und auch wenn Ellie ja das Licht am Ende des Tunnels zu sein scheint, so richtig real oder möglich scheint für mich, dass es eine bessere Welt jetzt bald gibt, nicht zu sein. Sven, was glaubst du, wenn jetzt dieses Heilmittel dann kommt und alle sind immun gegen diese Pilze und man kann wieder eine richtige Gesellschaft aufbauen, wo siehst du denn da Ellie und wo siehst du da Joel? Das ist eine gute Frage, weil ich mir bei der Frage schon überlegt habe, wenn jetzt von einem auf den anderen Tag das alles vorbei ist, was machst du mit den ganzen Freaks? Wie sieht die Gesellschaft aus? Gibt es überhaupt wieder eine? Bei Joel denke ich wirklich, dass der sich so einfach zurückzieht und auf eine Farm. Das würde ihm passen, der hat seine Ruhe. Das ist prima. Bei Ellie geht bestimmt in die Stadt. Wobei sie vielleicht dann sogar als Heilsbringerin vielleicht vergöttern, ich weiß es nicht. Aber bei ihr kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagt, nee, ich will eigentlich Action und keine Ruhe. Gossip Girl oder sowas. Ja, dann hätte sie die Zeit, was zu machen. Ich habe eher die Angst, dass die halt nicht weg darf, dass die halt eingesperrt werden, so quasi, dir darf nichts passieren. Du darfst hier nie wieder raus. Mal schauen. Wir werden ja noch 3 Folgen haben wir noch und dann ist die erste Staffel erstmal vorbei. Dann ist es halt schon da. Okay, cool. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß. Vorsicht, junge Dame. Vorsicht, junge Dame. Ich bin Optimist. Ja. Ja. Also Joel sagt ja auch, er würde gerne davon träumen, Schafe zu züchten. Argumentation, weil die sind still und tun, was man ihnen sagt. Ich glaube, das ist ein sehr klarer Verweis, was er von Ellie teilweise hält. Und Ellie, das finde ich sehr schön, erzählt halt, dass sie gerne ins Weltall möchte, weil sie halt eben in der Quarantänezone aufgewachsen ist und da gab es hinter ihr das Meer und davor gab es die Mauer und oben war so der einzige Ausweg. Das ist eine sehr schöne auch Argumentation und vor allem, wer den zweiten Teil gespielt hat, weiß, dass es da eine sehr schöne, ich sag mal, Weltraumszene gibt, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte aus Spoilergründen. Was auch wichtig ist, was an diesem Lagerfeuer erzählt wird, Ellie sagte die Wahrheit, nämlich, dass sie wusste, dass Sam gebissen war und erzählt hat auch, wie sie versucht hat, ihn zu retten. Und ja, es ist echt traurig. Also wirklich, weil sie hatte echt Hoffnung und ich habe auch das Gefühl, dass, ich sag mal, dieser gescheiterte Hilfeversuch, also Sam zu retten, ihr nochmal klar macht, dass es zwar eine Möglichkeit gibt, dass sie vielleicht die Lösung ist, aber dass es nicht zwanghaft so sein muss. Das hat was sehr Tragisches, wie ich finde, oder nicht? Ja, durch diesen Blutstropfen, also ich finde es erstmal toll, dass sie überhaupt versucht hatten zu retten, weil manchmal kommt zu einem ja schon so ein bisschen mit der LMAA Deluxe 14-jährigen Einstellung daher. Und ja, sie war schwer es hat ihr schwer zu schaffen gemacht, dass es halt auch nicht geklappt hat. Ja, wobei ich denke, wenn du dann halt eine Grundimmunisierung reinhaust, ja, aber irgendwie, ja, hat sie sich halt was Schnelleres erhofft. Und ist leider nichts passiert.
Ich kenne mich da medizinisch nicht aus. Also es ist ja wirklich die Frage, nur weil sie jetzt halt immun ist, musst du das ja irgendwie auf andere übertragen können. Und du musst ja erstmal wissen, wie das funktioniert und auch hoffen, dass es dann funktioniert. Ja, es kann ja auch gut sein, dass dieser Baustein auch nicht bei allen funktioniert. Vielleicht gibt es einige, die kannst du nicht impfen, weil das einfach nicht passt. Ja, also so ein Risiko ist gewiss da. Mhm. Also ich finde es jetzt, es zerstört den Optimismus nicht komplett, dass halt eben Sam jetzt tot ist oder sich verwandelt hat. Aber es heißt wirklich nicht, dass es unmöglich ist. Aber ich finde, es versetzt der Hoffnung schon so einen dezenten Dämpfer. Ich kann da Ellie schon ein bisschen verstehen. Trotz allem finde ich es schön, dass sie im Laufe der Reise auch immer selbstständiger wird, was natürlich auch eine Gefahr birgt, aber sie scheint mittlerweile auch die, ich nenne es mal Mission, auch ein bisschen ernster zu nehmen, denn Joel sagt ja, okay, schlaf du, ich übernehme beide Nachtwachen und es beginnt der nächste Morgen und Joel ist eingepennt und wer steht da mit dem Gewehr und hält Wache? Ellie. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, denn ich glaube, die Ellie in der ersten und zweiten Folge hätte das nicht gemacht, die hätte einfach weitergepennt. Ja, eventuell. Und ich glaube, sie macht es halt auch eben, um Joel zu helfen, weil sie braucht, also das ist ja, sie merkt ja schon auch, dass es auch für ihn anstrengend ist. Und wenn er hier zwei Nachtwachen schiebt und sie dann auch tagsüber quasi beschützen und helfen soll, dann ist das schon anstrengend. Also das ist, glaube ich, schon eine Situation, wo man eben zusammenhalten muss. Und ich glaube, ja, also es ist da jetzt auch in diesen 3 Monaten wahrscheinlich ein bisschen was passiert, was wir halt jetzt nicht wissen, aber sie sind halt jetzt zusammengewachsen, finde ich jetzt. Etwas, sie achten aufeinander. Hm, das fand ich auch ganz schön. Also hat mir auch gut gefallen, auch dieses typische dann Fishing for Compliments, dass man halt sagt, hier, das habe ich alleine geschafft. Also was heißt Fishing? Sondern sie ist stolz drauf, was sie geleistet hat, sie hat seine Regeln befolgt und hätte auch etwas mehr Lob verdient als nur ein Kopfnicken. Und das nächste Mal wächst du mich. Ja, dann geht die Reise weiter. Es wird mit einem Schuss in die Luft erstmal überprüft, ob vielleicht irgendwo Gefahren sind, die sich dann zeigen. Es zeigt sich aber niemand, also wird die Brücke überquert. Währenddessen versucht Ellie zu pfeifen. Das ist auch eine Sache, die haben sie aus den Spielen übernommen und sie ist nicht besonders erfolgreich. Dann gibt es noch so ein kleines Gespräch über das Jagen und Joel glaubt nicht wirklich, dass Ellie fähig ist zu jagen. Denn zum Jagen, wie er ja richtig sagt, gehört ja nicht nur das Tier zu erschießen, sondern es auch, Zitat, aufzubrechen, also auszuweiden. Und all das traut der Ellie noch nicht zu. Ob er damit recht hat, werden wir vielleicht im späteren Verlauf der Serie dieser oder nächster Staffel dann erfahren. Dann sehen wir einen Staudamm. Was sehr interessant ist, weil ich habe die Folge ja schon mal im Januar sehen können vorab und da war diese Szene noch nicht fertig. Da standen die dann wirklich einfach vor einer Schlucht, wo nichts drin war. Und jetzt war da dieser Staudamm. Das fand ich auch ganz schön. Und das Ganze wirkte so fast schon ein bisschen malerisch. Es hatte diesen, ich nenne es mal, industriellen Schick. Stehe ich damit alleine da oder fandet ihr auch, dass dann eine gewisse Faszination mit einhergeht? Es ist halt schon ein gewaltiges Konstrukt, also von Menschen geschaffen irgendwie. Also ich fand es schon auch eine tolle Szene oder einen tollen Blick auf das. Hm. Ja klar, Ellie kennt's nicht und da ist es natürlich noch mal interessanter. Und ja, also ich bin von der ganzen Optik eigentlich immer begeistert. Ich wurde bis jetzt noch nie enttäuscht. Tja, dann kommen sie an einem Fluss, dann kommt die Frage, ist das vielleicht der Fluss des Todes? Und die Antwort kommt schnell und per Pferd. Denn quasi aus dem Nichts kommt dann so eine halbe Dutzendschaft an, umzingelt sie, verlangt, dass sie die Waffen abgeben. Und dann kommt eine, oder ich würde mal sagen, die einzige Spannungssequenz, die diese Folge zu bieten hat, nämlich ein Hund, der anscheinend riechen kann, wenn man gebissen und damit infiziert wurde. Und Überraschung, Joel ist nicht infiziert, das wissen wir, aber wir wissen ja auch seit längerem, dass Ellie aber schon vor Monaten gebissen wurde und immun ist. Jetzt natürlich die Frage, riecht der Hund das oder riecht er es nicht? Überraschung, er riecht es nicht. Ellie und der Hund scheinen sogar relativ schnell Freundschaft zu schließen, aber ich muss wirklich sagen, ich fand diese Szene, auch wenn sie wirklich sehr kurz war, aber die Szene mit dem Hund fand ich wirklich sehr spannend. Sven, wie war es bei dir? Ging mir genauso. Also ich war mir auch nicht ganz sicher, ob er anschlägt, weil er ja auch sich nicht so ganz sicher ist. Am Anfang knurrt er noch und geht runter mit dem Kopf und dann dachte ich noch, oh Gott, vielleicht ist Ellie dann doch der Terminator. Aber ja, ich fand sie spannend, ich fand sie sehr stimmig und ich habe tatsächlich ein bisschen mitgefiebert, wobei man sich ja zwar denken kann, wie es weitergeht, aber es hat mir trotzdem gefallen. Ja, aber
Aber da war natürlich die Frage offen, wenn er jetzt anschlägt, was passiert dann? Kommt dann noch zufälligerweise irgendwie eine Rettung oder passiert irgendwas anderes? Bricht die der Boden auf und plötzlich steht da Bloater oder was weiß ich, was da passiert. Also mir war auch klar, dass Ellie das überleben wird, aber du weißt halt nicht wie. Mhm. Und ich fand es dann, ich meine, es dauert relativ schnell, bis diese Szene aufgelöst wird, aber wir haben ja schon in den vergangenen Recaps hin und wieder mal gesagt, dass wir ein bisschen enttäuscht davon sind, dass sie relativ wenig aus den Spannungsmomenten machen. Und hier war mal wenigstens eine Spannungssequenz, die auch relativ, wie ich fand, plötzlich kam. Aber Theresia, wie fandst du denn die Szene? Mir ging es ja so, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob er jetzt irgendwas merkt bei Ellie oder nicht und was dann passiert, wenn er jetzt doch anschlagen würde und da irgendwie laut geben würde. Aber man merkt auch, dass Joel richtig verständet ist. Also man sieht ihm auch die Angst ins Gesicht geschrieben, dass er nicht weiß, was passieren wird. Und ja, die Szene wird dann auch relativ schnell aufgelöst und ich fand auch die Auflösung dann so witzig, weil das war irgendwie so irrational, aber ich fand's ja, trotz, also hat schon gepasst. Ja, es hatte auch irgendwie was Befreiendes, dann einfach zu sehen, wie Ellie mit diesem Hund einfach spielt und spielt. Das sind halt auch Szenen, die hast du in Last of Us jetzt relativ selten. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, das letzte Mal, dass Ellie mit einem anderen Wesen, sag ich mal, nett interagiert hat, das, naja, war halt mit Sam und wir wissen, wie das geändert ist. Ne? Also von daher, ich finde so ein paar kleine Sprenkel, Glückseligkeit tun jeder auch noch so finsteren Serie gut und deswegen danke, Hündchen, wie immer du heißt, du bist unser heimlicher Star in dieser Folge. Tja, dann werden die zwei weggebracht und zwar nach Jackson und hier treffen sie endlich auf Tommy und da war ich ein bisschen irritiert, denn in den Spielen treffen sie ja auch jetzt Tommy, allerdings nicht in Jackson, sondern in so einem alten, umgebauten E-Werk. Jackson kommt erst im zweiten Spiel, muss aber sagen, mich hat's nicht gestört. Ich fand sogar, es wirkte auf mich sehr schlüssig. Sven, wie war es bei dir? Ich, also, als sie dann reinreiten, dachte ich auch, Jackson, das ist doch zweites Spiel. Aber ich fand's hat gepasst. Es war eine tolle Szene, auch wenn er dann schreit und das erste Mal wirklich auch Emotionen zeigt. Also doch, wirklich auch echte Emotionen. Das hat mir schon gefallen und ich fand, mich hat es auch nicht gestört. Also ich bin jetzt nicht gleich auf die Barrikaden gesprungen, sondern ich dachte nur, oh nee, das ist okay. Das passt alles. Also ich muss auch sagen, neben dem Hund war auch das Wiedersehen zwischen Joel und Tommy auch für mich emotional wirklich, das hat gepasst, das hat funktioniert. Theresia, jetzt wissen wir alle, dass du, was Emotionen angehst, du bist ja Madame Stoneface, wie war es bei dir? Wie hast du das erste Wiedersehen seit langem zwischen Joel und Tommy gesehen? Ich glaube, ich bin eine Person, die nah am Wasser gebaut ist, aber ja, ich fand die Szene, also wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, also wusste ich ja nicht, dass dieser Ort erst später vorkommt und für mich war das halt auch alles logisch. Das Einzige, wo ich Probleme hatte, ist, er hat gesagt, ich suche meinen Bruder und sie hat sofort gewusst, ach, das muss der Bruder von meinem Mann sein. Ich fand die Szene sehr, die Szene, wo er Tommy wieder sieht, fand ich sehr, ja, wirklich sehr emotional und sehr bewegend und sehr glaubhaft. Also der war ja wirklich jetzt monatelang, jahrelang auf der Suche nach seinem Bruder, hat nicht gewusst, was mit ihm passiert ist, wie es ihm geht. Und dann hat er ihn doch wieder gesehen und man merkt beiden an, dass sie sich freuen, dass sie sich wiedersehen und wieder treffen. Wobei ich sagen muss, dass das Erste, was der Joel so richtig sagt, ist so, ich bin gekommen, um dich zu retten, wo ich mir auch dachte, so, sieht gerade ein bisschen andersrum aus. Ja, ja. Das stimmt. Jedenfalls sind sie dann in einer, ich nenne es mal Cafeteria und können sich auch ordentlich den Wanst vollhauen. Man merkt da auch, dass Ellie nicht die besten Gepflogenheiten an den Tag legt. Und jetzt kommt eine kleine Szene, die im Internet gerade für Furore sorgt. Nämlich, es gibt da ein schwarzhaariges Mädchen, was ein bisschen komisch rüberschaut zu Ellie. Und Ellie schnauzt sie dann an. Und dieses Mädchen hat erstaunliche Ähnlichkeiten mit Dina. Und Dina ist eine sehr wichtige Figur in The Last of Us Part 2, also dem Spiel. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so das erste Foreshadowing war für Dina. Sven, ganz ehrlich, hatte ich das, sei ganz ehrlich, wirklich interessiert, ob es jetzt Dina ist oder einfach nur irgendeine Bewohnerin? Das hätte auch Horst Schlemmer sein können und es hätte mich nicht gejuckt. Also, aber zu der Diskussion, die ich natürlich auch verfolgt habe, sind wir mal ehrlich, für was würden sie sonst Jacksonville schon einführen? Ja. Ja, alles. Also vor allem diese Szene. Ne? Diese Szene ist ja eigentlich an
für sich total irrelevant, wenn sie nicht noch auf irgendwas herleiten soll oder irgendwas auf irgendwas aufmerksam machen soll. Eben, ne? Außer sie hält natürlich die Moralkeule hoch und sagt, Fräulein, jetzt hör mal auf, so zu fluchen wie ein Bauarbeiter. Aber darum geht's ja nicht. Ich denke schon, dass es ist. Also es würde einfach passen, weil sonst hättest du ja, wie gesagt, das vielleicht schon gar nicht einführen müssen. Ja, weil ich habe mich ja auch dann am Ende der Folge gefragt, für was war dann diese Szene gut, also dieser Moment mit diesem Mädchen. Weil das ist nachher nicht wieder irgendwie aufgegriffen worden, du hast ja die nachher nicht gesehen. Hm. Ja, ich muss auch sagen, ich finde dafür, also wenn sie wirklich versucht haben, damit schon mal so einen Wink, einen Zaunfall zu machen auf die zweite Staffel, dann hätte man das, glaube ich, ein bisschen, oder sie ein bisschen mehr zeigen sollen. Ja, vielleicht auch eine etwas größere Interaktion noch einbauen sollen und nicht einfach, dass sie der Start und dann sagt Ellie so, hey, du bist doof, geh weg. Und damit ist die Sache quasi erledigt. Ich finde, das wirkt auf mich eher ein bisschen halbherzig. Also so nach dem Motto, ja, es wird schon dafür sorgen, dass die Serie halt oder die Fans darüber diskutieren, aber ich finde ganz ehrlich, das wirkt ein bisschen, nicht lieblos, aber hätte man, glaube ich, eleganter lösen können, meiner Meinung nach. Ne? Ja, eleganter könnte sich auch Ellie verhalten. Die ist nämlich, obwohl sie gerade sich den Wanst vollhaut, relativ sauer wegen des eher, ich sag mal, schlechten Empfangs. Und Tommy und Maria, das ist übrigens seine Ehefrau, die auch wir zu Beginn gesehen haben mit den Pferden, erklärt dann halt eben, ja, sie haben halt diesen schlechten Ruf, weil halt eben draußen auch allerlei Leute rumlaufen, die nicht in Jackson willkommen sind. Und deswegen bemüht man sich auch, diesen schlechten Ruf aufrechtzuerhalten. Und daher kommt auch diese Geschichte mit dem Fluss des Todes. Und ich muss sagen, Theresia, wir haben ja letztens erst zusammen mal über Robin Hood, Helden der Strumpfhosen, Gott, was sage ich denn da? König der Diebe geredet. Und da ist es ja so das gleiche Konzept. Da versucht man ja auch irgendwie mit dem Glockenspiel dafür zu sorgen, dass man einen schlechten Ruf hat. Und hier ist es halt eben auch so negative Mund-zu-Mund-Propaganda. Irgendwann könnte das auch negative Effekte haben. Glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass es funktioniert, dass es kein schlechter Plan ist, irgendwie schlechte Publicity zu machen, damit quasi Leute nicht zu nah an die rankommen und damit das halt alles so ein bisschen geheim ist, dass die im Grunde wieder so eine kleine Stadt gebaut haben. Mit allem, mit Strom, mit heißem Wasser, mit Kino, mit allem, was quasi das Herz begehrt. Ich glaube, es ist nicht die schlechteste Idee. Und gut, bei Robin Hood hat es halt funktioniert, weil das war ja auch noch frühes Jahrhundert, aber man vielleicht auch noch mehr an so Geister geglaubt. Da klappt es dann einfach mit so Holzstäben, die man im Wald aufhängt. Gut, hier ist es eine Nummer härter. Hier werden halt dann nochmal ein paar Tote entsorgt im Fluss. Aber scheint, glaube ich, zu funktionieren. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht das Verkehrteste. Nicht abschreckend genug. Was würdest du denn tun, lieber Sven? Darf ich, glaube ich, hier öffentlich nicht sagen. Nein, ich würde natürlich ein paar Pfählen und würde sie natürlich auch am Fluss aufstellen. So im Mittelfingerzeichen. Dass auch jeder genau weiß, wenn du rüberkommst, kann das sein, dass du am Pfahl landest. Nee, ich finde es eine coole Taktik. Weil es ist ja wie Flüsterpost. Das wird ja immer krasser dann vom nächsten zum nächsten. Kleiner Fun-Fact, wenn Sven Robinson Crusoe wäre, hieße Freitag nicht Freitag, sondern verpiss dich. Geh weg. Wir lernen während des Essens auch noch ein nicht unwichtiges Detail kennen, nämlich Maria und Tommy haben geheiratet, was Joel jetzt nicht so begeistert aufnimmt. Und dann bekommen wir so eine kleine Stadtführung, da erfahren wir so ein paar Sachen, zum Beispiel Jackson existiert seit 7 Jahren, Tommy ist ein guter Scharfschütze, es gibt keinen Funk wegen den genannten Gründen, man will halt eben nicht zu viel Kontakt mit der Außenwelt haben, dank des Dams gibt es Strom, sie haben Schafe, vielleicht für Joel interessant. Es sind wohl 300 Bürger bislang insgesamt. Es gibt einen Rat, der die Entscheidungen trifft. Und zur Überraschung von Tommy, ja, leben sie in einem kommunistischen System. Das fand ich auch sehr schön. Ja, wir sind eine Kommune, ja. Ah, wenn das Chuck Norris weiß, dann ist es gut. Roundhouse Kick. Tja, dann kommt es, dass Joan und Tommy reden wollen. Ellie ist immer noch nicht begeistert. Das fand ich auch sehr seltsam, dass sie sich so stur stellt. Also ich meine, bekommst da zu essen. Dir wird gesagt, warum sie dich nicht so lieb empfangen haben. Ja, dann wird dir auch noch in Aussicht gestellt, dass man ein eigenes Bett hat und Ellie stopft immer noch durch diese Siedlung rum, so nach dem Motto, ihr seid doof.
finde ich, also da merkt man schon, sie ist Teenagerin, oder? Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass ihr der Ort per se gefällt, weil sie sagt ja, boah, hier scheint ja wirklich alles gut zu laufen und so weiter. Ich glaube, sie war halt nur noch nicht, hatte noch kein Vertrauen in Maria und in Tommy. Ja, das glaube ich auch. Ich denke einfach, wenn du so lange, und das bei Joel ist das auch so, der hat auch, das kommt auch später so, finde ich, Probleme jetzt sich tatsächlich auch mal wieder in einer, und das ist ja wirklich sowas wie eine Zivilisation mit Regeln und alle sind wahrscheinlich relativ nett und es ist alles Schnieke und Dufte und ich glaube, der hat schon so Probleme, sich da wieder einzufinden und ich glaube, ihr geht's teilweise genauso, weil sie ja wahrscheinlich krassere Sachen erlebt haben als die Leute, die jetzt dort leben. Und dass sie einfach wirklich misstrauisch sind und sagen, ich weiß es nicht. Ja, wenn es zu gut läuft, dann stimmt was nicht. Ja. Im Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden Brüdern sagt Tommy einen sehr schönen Satz, den habe ich mir extra aufgeschrieben, und sagt nämlich, danke Joel, dass ich dir immer noch nicht egal bin. Das fand ich war ein sehr schöner Satz. Dann merkt man aber schnell, dass Joel anscheinend echt Probleme hat, ehrlich zu sein, denn auf die Frage, wie geht es Tess, antwortet er nur mit, der geht's gut. Und er erzählt auch seinem Bruder nicht, warum er hier ist oder warum er Hilfe braucht. Und Tommy reagiert auf die Frage, ob er Joel den Gefallen tut und mit ihm, also er, ob er Ellie zum Zielpunkt der Fireflies bringt, verneint er das. Und wir erfahren dann auch, dass Tommys Frau Maria schwanger ist und Tommy auch sagt, dass er sein altes Leben hinter sich gelassen hat. Und das finde ich sehr schön. Das ist im Spiel genauso. Wir erfahren nie explizit, was Tommy und Joel gemacht haben, aber wir erfahren immer so viel, dass wir wissen, die waren halt nicht immer die Guten. Die waren eben auch auf der Seite der, ich nenne es mal, der Bösen. Es ist ja immer die Perspektive, ob man gut oder böse ist. Das wird hier nochmal sehr deutlich. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch Joel sehr verletzt, weil er dann auch irgendwie ein bisschen, also sehr hart stichelt. Denn als Tommy ihm sagt, ich glaube, ich werde ein guter Vater, antwortet Joel mit einem sehr bestialischen, wir werden sehen. Und so viel Sympathien und Empathien ich versuche, Joel aufzubringen, ja, das war echt ein Arschloch-Move, oder, Theresia? Ja, es war nicht sehr nett. Also, da, wenn man Onkel wird, könnte man ein bisschen anders reagieren. Ich bin mir nicht sicher, was da so alles in Joel vorgegangen ist. Vielleicht, weil er irgendwie ein bisschen neidisch ist auf das Leben, das jetzt Tommy führt, dass er halt jetzt eben weitermacht, was ja Tommy auch sagt, nur weil für dich das Leben vorbei ist, muss es doch nicht mir genauso gehen. Vielleicht ist er da ein bisschen wütend darüber, dass er halt eben ein Leben ohne ihn führt. War ich mir sehr unschlüssig, aber natürlich war das, Joel ist verletzt, aber es war natürlich nicht sehr nett, auf diese frohen Nachrichten so kalt zu reagieren, finde ich. Das war eigentlich sauer, dass er nicht zum Polterabend eingeladen worden ist. Weil er sagt ja auch irgendwann so zwischendrin, ja, jetzt haben wir Bescheid sagen können. Ne? Ja, wie denn? Eine SMS schicken oder was? Er darf ja nicht funken. Ja, ach so, stimmt. Ja. So dann halt einen Brief drauf. Hat dir deine Frau verboten? Ja, aber er ist schon. Kaum ist eine Frau im Spiel. Ist wieder vorbei, ja, das stimmt. Ja. Nein, aber er hätte das, ja, ich finde auch, dass er da wirklich sehr, sehr abweisend und abwertend auch reagiert. Und ich verstehe es schon irgendwie. Ich meine, wahrscheinlich ist er auch sauer, weil er hat sich die letzten Jahre den Kopf gemacht, was er mit seinem Bruder ist. Und jetzt merkt er, ja, okay, der lebt in einer tollen Stadt, hat Strom, hat Wasser, hat eine warme Dusche, hat Essen, hat eine Frau, hat ein Kind. Und ich mache mir jetzt keine Sorgen. Und die haben Kino. Ich glaube tatsächlich, dass was Joel wurmt, ist sein eigenes Versagen, weil er, glaube ich, echt jetzt so merkt, verdammt, mein Bruder, der ist besser dran ohne mich. Mhm. Und er hat ja alle Leute, das ist ja gleich auch noch Thema, alle Leute, die er beschützen sollte oder wollte, sind halt gestorben. Also angefangen von seiner Ehefrau, die ja vermutlich an Krebs gestorben ist, bis hin zu seiner Tochter, Henry und Sam. Und er hat jetzt auch natürlich auch Angst, dass Ellie geht. Und wir erfahren das ja im Laufe der Handlung, warum Joel, sag ich mal, so abweisend und so kalt ist. Natürlich ist das keine Entschuldigung, aber so viel sei gesagt. Ich finde, dass diese Folge
emotional gesehen für mich die bislang beste war. Dazu vielleicht später mehr. Machen wir erstmal weiter. Nach dem Streit geht nämlich Joel erstmal raus und hat dann wieder mal eine Panikattacke, und zwar an einem Christbaum. Und er glaubt dann seine Tochter, und ich glaube auch, dass sie uns sagen wollen, dass es auch seine Frau ist, die wir da sehen. Und ist, glaube ich, echt eine harte Zeit für den armen Mann. Also was heißt armer Mann? Ich finde halt schon, er verhält sich gerade wie ein Arschloch, aber ich verstehe es so ein bisschen. Ja, meine Theorie war auch, warum er diese Panikattacken hat, weil er jetzt wahrscheinlich vielleicht jetzt die letzten Wochen, Monate halt doch angefangen hat, eben, ja, weil es an Ellie liegt und weil er halt Zeit mit Ellie verbringt und weil er sie halt jetzt beschützt und nicht nur, weil es Tess ihm aufgetragen hat, sondern wahrscheinlich, weil ihm Ellie jetzt doch auch etwas bedeutet und er eben, wie er dann später sagt, eben Angst hat, wieder zu versagen, wie es eben schon ein paar Mal der Fall gewesen ist, und deswegen kriegt er einfach immer diese Panikattacken, weil er Angst hat, zu versagen und Ellie nicht beschützen zu können. Ja, kann auch gut sein, dass er halt noch so eine, dass er jetzt erstmal in Anführungsstrichen gerade mal so diese ruhigen Momente hat. Und vielleicht hat er auch eine posttraumatische Belastungsstörung durch das, was er einfach mitgemacht hat. Das musste er ja auch irgendwann irgendwie mal verarbeiten, auch wenn du es die ganze Zeit irgendwie wegsteckst. Und es halt immer diese Momente sind, die ihn halt dann triggern und ja, er halt in diesen Zustand halt kommt. Ja. Wenden wir unseren Blick mal von Joel ab und kommen mal zu Ellie, die mittlerweile ihr eigenes Zimmer in einem schönen Haus hat, wo ich auch sage, das sieht so schön aus, das könnte auch so als Bed and Breakfast-Werbung herhalten. Apokalypse oder Postapokalypse hin und her. Und sie kommt gerade aus der Dusche und findet eine Botschaft, nämlich, dass jemand auf sie wartet im Haus gegenüber. Und dieser jemand hat hier auch ein Geschenk dagelassen. Und unser Menstruationsexperte Sven kann uns bestimmt sagen, was ist denn das? Ich habe weggeguckt. Ich gucke bei so Sachen immer weg. Die ist 14, die ist in der Nähe von meiner Tochter. Sowas will ich nicht wissen. Fragte Theresia. Gut. Theresia, liege ich richtig in der Annahme, dass es eine sogenannte Menstruationstasse ist, ja, die ihr Maria hingelegt hat? Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, dass die Packung Tampons, die Ellie da mal vor Monaten in irgendeinem Supermarkt noch gefunden hat, zu Ende ist oder zur Neige geht. Ich muss aber, ja, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich habe so ein Ding jedenfalls noch nicht benutzt. Du, ich auch nicht. Ben, hast du da Erfahrungswerte? Ich benutze jeden Tag. Zweimal. Okay. So. Er hat eine für morgens und eine für abends. Okay, ja. Aber ist natürlich sinnvoll, vor allen Dingen in dieser Zeit. Also ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da kann ich und der Sven jetzt nicht drüber reden, weil wir müssen uns halt nur rasieren. Also was heißt, wir müssen? Also, ne? Also. Reden wir über Sachen, mit denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben, nämlich über Recaps, genau genommen dieses Recap, und machen mal weiter. Und jetzt befinden wir uns nämlich in diesem Haus gegenüber, und da schaut sich dann Ellie ein bisschen um, und auf dem Kamin sieht sie ja eine Art Tafel, da stehen dann zwei Todesdaten drauf, nämlich einmal von einem gewissen Kevin und von einer gewissen Sarah. Und dann erklärt ihr Maria so ein paar Sachen, nämlich zum einen, dass Kevin ihr Sohn war und dass Sarah tatsächlich die Tochter von Joel war, von der Ellie aber noch nichts wusste. Und da hatte ich so das Gefühl, kann es vielleicht sein, dass diese sechste Folge so ein bisschen die Episode der Wahrheiten ist, weil es kommt ja relativ viel ans Licht, oder? Ja, absolut. Also auch was so später hinauskommt, da hätte eher vielleicht Geständnisse gepasst, anstatt Familie, obwohl Familie auch passt. Ja, Familie passt auch, ja. Aber ja. Ja, man merkt auch, dass Ellie das schon auch etwas getroffen hat, diese Nachricht, weil halt Joel ihr das bis jetzt verschwiegen hat. Aber sie sagt ja auch, okay, erklärt dann auch etwas, warum er so ist, wie er ist. Was wir auch noch erfahren ist, dass Maria früher mal Bezirksstaatsanwältin war, aber ein Faible fürs Haareschneiden hat, und das tut sie dann auch bei Ellie, die davon nicht so begeistert ist. Also Ellie ist wirklich nicht, und das, diese, ich nenne es mal das typische Mädchen, die hat dafür Haareschneiden jetzt nicht so die Bewandtnisse, aber trotzdem, ein neuer Look muss sein, auch in der Postapokalypse. Was heißt neuer Look, die Haare sind halt einfach ein bisschen kürzer als sonst. Und dann, ja, würde ich sagen, macht Maria wenig Gefangene, nämlich sie sagt relativ klar, was sie will, nämlich, dass
Ellie von Joel weg soll, denn Joel tut ihr nicht gut. Sagt Ellie auch, dass es einiges gibt, was Ellie ihr verschweigt und sie soll mal bitte drüber überlegen, warum und halt eben, dass sie vielleicht ohne Joel besser dran ist. Und obwohl Joel für sie ja wirklich viel getan hat, glaubt ihr, dass Maria vielleicht ein bisschen damit recht hat? Das ist halt so ein Moment, der kann echt in zwei Richtungen gehen. Der kann ernst gemeint sein und der kann natürlich so sein, dass sie sagen, okay, pass mal auf, dich nehmen wir in unsere Community auf, aber diesen griesgrämigen Types, den schießen wir gleich wieder ab. Aber da wir ja hier nicht bei irgendwelchen anderen Serien sind, ja, es ist schwer. Ich meine, er hilft ihr bis dahin und ich denke, er würde auch verschwinden, wenn es dann zu Ende wäre, um dann seine Schafe zu hüten, weil ich glaube, das ist so sein Ruhepunkt, den er vielleicht auch braucht. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass Ellie, auch wenn sie noch nie ausgesprochen hat, ihn schon mittlerweile fast schon als besten Freund oder auch als Familie ansieht. Ich glaube, dass es ihr nicht guttun würde, wenn er geht. Ja, das merkst du ja später noch. Also ich glaube, sie hat schon sehr großes Vertrauen zu ihm. Und er ist jetzt einfach im Moment einfach die Bezugsperson, glaube ich, mit der sie jetzt, wo sie am längsten Kontakt gehabt hat oder heute am besten kennt und auch weiß, dass er sie beschützen wird und beschützen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Rat von Marie schon ernst gemeint ist, aber dass sie sich wirklich Sorgen macht, was halt mit Joel passieren könnte, weil sie halt weiß, was er getan hat, was jetzt mir halt immer noch so ein bisschen im Unklaren ist. Aber ich glaube, Ellie sagt ja, das macht er jetzt halt nicht mehr. Also vielleicht ist es immer noch tief in ihm drinnen, dass er wieder irgendwie so jetzt mal überreagiert. Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist. Aber ja, man merkt, dass Ellie trotzdem jetzt mehr Vertrauen zu ihm hat als zu jemand anderem. Dann kommt eine sehr schöne, diese ganze Folge hat wirklich viele schöne Szenen, fällt mir gerade auf. Und zwar sitzt Ellie in so einem, ja, provisorischen Kino und es ist geil. Es gibt Kino in der Postapokalypse. Das, finde ich, ist einer der schönsten Hoffnungsschimmer, die Serie bislang gezeigt hat. Und Ellie, dieses undankbare Kind, ist das scheißegal. Muss ich sagen, das war das Unsympathischste, was Ellie bislang je getan hat. Es läuft ein Film. Übrigens, welcher Film ist es? Weißt du es, Sven? Ich habe es versucht, anhand dessen rauszureden. Ich glaube auch, dass ich es kenne, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe die Szene nicht erkannt, nee. Ich habe es nicht geschnallt. Also ich dachte zuerst, es ist vielleicht der weiße Hai. Dachte ich, nee, aber es ist doch Richard Dreyfuss. Deswegen ist meine Theorie, es ist unheimliche Begegnung der dritten Art. Aber ich habe es jetzt auch bislang nicht gefunden, was es sein soll. Aber ich finde es schön, dass ich der Einzige bin, der sich darüber Gedanken gemacht hat, weil der Film da läuft. Also Ellie guckt sich das Spektakel, also ich hatte das Gefühl, dass Ellie vom Film eher gelangweilt ist, sondern mehr das Drumherum interessiert. Vor allem als Tommy dann den Raum betritt, ist dann Tommy interessanter. Und dann sehen wir auch relativ schnell wieder Joel, der da in irgendeiner Hütte hockt und seine Schuhe versucht zu reparieren. Überraschung, die sind nämlich nach gefühlten 3000 Meilen zu Fuß ziemlich ramponiert. Tommy ist aber ein guter Bruder und kommt rein und hat dann gleich ein neues Paar für ihn. Und dann ist es wieder Zeit für Wahrheit, denn für endlich. Gefühle, für große Gefühle. Ja, genau, für Wahrheit und Gefühle. Ein weiterer Alternativtitel für diese Folge, der gepasst hätte. Denn endlich, was heißt endlich? Aber wird erzählt halt eben von Tess Schicksal und vor allem, was ist so Besonderes an Ellie? Und ich finde, das war auch wieder eine richtig schöne Szene, also auch darstellerisch, weil die baut sich halt immer weiter auf, immer weiter. Und die beiden Schauspieler, also Pedro Pascal als Joel und Gabriel Luna als Tommy, liefern hier, wie ich finde, eine hervorragende Leistung ab, die ich wirklich beeindruckend fand. Ich fand, das war die bislang darstellerisch beste Szene der gesamten Serie. Theresia, wie findest du diese Szene? Ich würde sagen, auch für mich war das zumindest, also folgenmäßig definitiv die stärkste Szene. Serienmäßig, ja, würde ich fast auch mitgehen. Ich fand auch, wie sich dann diese Szene aufgebaut hat, wo Tommy eben zu ihm kommt und dann sagt Joel eben, dass Ellie gebissen worden ist und dass es vor Monaten war und dass sie eventuell quasi sowas wie der Heilige Gral ist. Und dann setzt sich Tommy und sagt,
ja, erzähl von vorn. Und dann siehst du eben Ellie, wie die durch die Straße geht, und du hast so dieses Voice-Over, wie Joel beginnt, diese Geschichte zu erzählen. Und ich fand diese ganze Szene dann wirklich wahnsinnig toll und auch wirklich dieses Zusammenspiel zwischen den beiden und wie emotional da auch Joel wieder ist und ihm halt mitteilt, welche Ängste und Befürchtungen das er hat und dass er jetzt sagt, ja, okay, ich tue Ellie nicht gut, wenn sie bei mir bleibt, passiert ihr vielleicht irgendwas, weil ich nicht mehr so stark bin und so tough bin wie früher. Aber ich glaube, es fällt ihm halt auch schwer, Ellie loszulassen. Vor allem, er erzählt ja auch seinem Bruder von seinen Albträumen und von seinen Panikattacken und er hat ja diese Angst, weil er für sich das Gefühl hat, dass er die ganze Zeit unentwegt versagt. Er sagt ja wirklich, ich versage unentwegt, die Leute zu beschützen oder die Leute zu retten, die mir wichtig sind. Und ich finde auch, man merkt halt, von Folge zu Folge wird ihm halt Ellie immer wichtiger, auch wenn das ihr niemals so richtig offensiv zeigt. Aber jetzt hier in der 6. Folge wird wirklich klar, Joel, also hat eine, ich möchte sagen, väterliche Beziehung zu Ellie aufgebaut. Und ich glaube auch, dass Ellie mittlerweile, oder vielleicht sogar schon viel früher als Joel, eine töchterliche, nenne ich es mal, Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Und Joel will ja jetzt von Tommy, dass er sie zu den Fireflies bringt. Und Joel, und Tommy sagt ja nach diesem, ja, Seelenstrip dich zu. Ich fand das wirklich stark. Ich muss sagen, es hatte ein bisschen was von emotionaler Erpressung, aber es war trotzdem saustark. Was sagst du dazu, Sven? Also ich, ja gut, Gefühle sind nicht so deins. Gut, dann, Wenn sie sich gegenseitig beschossen hätten und hätten gesagt, übrigens, ja, Tess ist tot. Was? Nein. Wobei, das ist auch eine coole Idee gewesen wäre. Es gibt diese Filme Schatzen im Dusi. So, das wäre natürlich auch möglich. Nee, ich habe so tatsächlich ein klein bisschen mein Problem, wie schnell der eisenharte Joel eingeknickt ist. Die Szene ist super, ich fand auch das Voice-Over absolut stark und die spielen sich die Bälle super zu, aber das ging mir einfach, und das sind so ein paar Etagen auch in der Folge, wo es mir tatsächlich ein bisschen zu flott geht. Ja, dachte ich bei der Erstsichtung der Folge auch. Und dann jetzt, als ich bei der neunten Sichtung, ist mir aber, dachte ich mir so, aber warte mal, dieser Tommy, das ist halt das letzte Stück Vergangenheit, was Joel noch hat. Und zwar wirklich das Stück Vergangenheit vor der Postapokalypse. Und also ich habe es mir so erklärt, dass es einfach daran liegt. Das ist so das, der letzte Funke Vergangenheit noch, an den sich ja auch Joel ein bisschen klammert. Und ich hatte das Gefühl, dass er auch merkt, er muss ihm jetzt die Wahrheit sagen, weil es geht ansonsten nicht weiter. Deswegen, ich kann den Kritikpunkt nachvollziehen, das ist für mich ein absolut valider Kritikpunkt, gar keine Frage, aber ich finde es trotzdem plausibel, was da passiert und wie schnell es passiert und mit welcher Wucht es passiert. Ja, und ich glaube halt auch, also das ist halt alles, du kriegst am Anfang gesagt, es sind 3 Monate vergangen. Er hat jetzt quasi auch 3 Monate Zeit gehabt, darüber nachzudenken, oder halt, du weißt ja nicht, was die in der Zwischenzeit halt alles erlebt haben. Und ja, es ist halt seine Familie. Also wenn man nicht Schwäche zeigen darf, der Familie gegenüber, wem denn dann sonst? Also er hat ja immer, er wollte ja quasi nie bei Fremden, sag ich jetzt einmal, irgendwie sich öffnen oder irgendwie was, die Wahrheit halt sagen, aber wenn nicht bei seinem Bruder, wo könnte es dann sonst noch machen? Ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, aber dadurch, dass er so ultimativ verschlossen gegen jeden ist, klar, als Selbstschutz, aber dass er dann sofort einbricht. Ich meine, der Bruder hat sich ja auch verändert. Der hat sich ja auch zur guten Seite gewendet. Ja, plausibel ist es, ich verstehe es, aber mir ging es einfach, der setzt sich dahin und dann bricht er bricht sein ganzes Konstrukt zusammen, das er aufgebaut hat. Aber das wurde mir einfach nicht dramaturgisch gut verkauft, sozusagen. Ja, es schien ja auch so, als wäre Tommy ziemlich überrascht. Also als hätte er auch nicht damit gerechnet. Ja, oh, okay. Also bei mir war es einfach so, ich habe mich wirklich gefreut, dass es endlich mal wird, dass Joel endlich mal aus sich rauskommt, so richtig. So, das fand ich echt schön. Ob das jetzt zu viel oder zu früh war, das soll jeder für sich selbst entscheiden, aber ich für meinen Teil fand es halt wirklich sehr schön, sehr befreiend, sehr gut,
Und wie ich schon sagte, emotional gesehen ist das für mich die bislang beste Folge der gesamten Staffel. Wir kommen mal wieder zurück ins Kino. Da gibt es eine Szene, die ich auch sehr schön fand. Denn Tommy sagt seiner Maria quasi nonverbal, dass er morgen halt doch mit Joel mitreiten wird oder dass er reiten wird. Ich mag diese Szenen, wenn dann einfach nur Blicke ausgetauscht werden und dann ist klar, okay, ja, scheiße, das, was soll's. Nicht nonverbal geht's dann aber gleich auch weiter, nämlich im Haus von Ellie. Die hat nämlich das Gespräch zwischen Joel und Tommy mitgehört. Habe ich da irgendwas verpasst? Gab es da irgendeine so eine kleine Szene oder einen Hinweis, dass der es gehört hat? Oder war das jetzt einfach nur etwas, was mir die Serie vorenthalten hat? Das habe ich nicht ganz verstanden. Gut, dann bin ich nicht der Einzige. Ich habe noch gedacht, ja, hat sie jetzt aufgrund ihrer Pilzinfektion Superohren, weil das kann sie ja schlecht vom Kino aus, in dem es ja sowieso laut war, gehört haben. Aber irgendwie hat sie es halt mitgekriegt. Ja, aber das dachte ich mir auch, wo ich es gestern gesehen habe. Als ob ich halt die Folge, ich weiß, mache jetzt einen auf Dominik, aber ich habe die Folge dann halt nur mal angeschaut. Streberin, du. Ja, und dann ist mir halt aufgefallen, wenn halt Joel anfängt, Story zu erzählen, sieht man ja, wie Ellie draußen rumläuft. Und wahrscheinlich war sie halt auf der Suche nach Tommy und Joel und dann hatte sie halt vermutlich gefunden und hat dann eben mitgehört. Aber man sieht es dann nachher sonst nicht wieder. Also du siehst nur diesen Anfang, wo die halt durch die Straßen irrt. Ja. Aber man sieht dann nicht nachher tatsächlich, dass sie gefunden hat. Vielleicht an euch da draußen die Frage, wie habt ihr das verstanden? Und schreibt das gerne in die Kommentare. Ich für meinen Teil fand es nicht schlimm, aber ich war ein bisschen verdutzt. Ich dachte mir, ich hätte irgendwas verpasst, versäumt. Aber ich war dann auch zu sehr in der Folge drin, um da jetzt zurückzuspulen. Aber gut, Ellie hat auf jeden Fall das Gespräch mitbekommen zwischen Tommy und Joel und liest dann aus seinem Tagebuch vor. Und dann gibt es das nächste Gespräch, wo die Wahrheit ans Licht kommt, nämlich, dass Ellie Joel damit konfrontiert, dass er eine schöne Tochter hatte namens Sarah. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Gespräch zwischen Ellie und Joel auch notwendig mal gewesen ist, weil es ein paar Sachen halt endlich mal klarstellt. An unseren emotionalen Beauftragten Sven, wie hat dir denn jetzt diese Szene gefallen? Ich fand sie gut, sie war nötig, aber mir geht's wirklich auch um diese Schnelligkeit, in der diese Punkte jetzt auch abgehandelt werden. Gerade so diese wichtigen Gespräche, da hätte man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Weil die gehen nie lang, das geht relativ zügig und dann springen wir nach einem emotionalen Striptease sofort auf den nächsten Gaul und preschen durch die Prärie. Nein, das war mir einfach ein bisschen zu schnell. Aber ich finde es gut, und wie gesagt, das war schon lange nötig, dass er einfach auch mal sagt, ja, du bedeutest mir zu viel, wenn ich dich verliere, dann dreh ich durch. Wobei das ja auch wieder so typisch ist, dass sie irgendwie sagt, ich habe auch jemanden verloren und wir werden innerhalb der nächsten Folge oder nächsten zwei Folgen auch wissen, wer das war. Und dann Joel in seiner typischen nonchalanten, sympathischen Art und Weise dann einfach erwidert, du weißt gar nicht, was Verlust bedeutet. Wo ich mir auch dachte, so, er hat nicht viel gelernt in den letzten 5 Minuten, aber okay, sei es drum. Ich verstehe wieder deine Kritik. Die Serie hat vielleicht so ein kleines Pacing-Problem, was Emotionen angeht, denn bei der dritten Folge, wo es ja gar nicht um Joel und Ellie geht, lässt man sich ja wirklich viel Zeit für zwei Nebenfiguren, die dann, seien wir ehrlich, letztlich keine Rolle wirklich spielen. Und hier, ja, also ich habe am Wochenende nochmal Speed gesehen, großartiger Film, und das war halt wirklich so Speed mit Emotionen. Und ich fand es halt toll, aber da muss ich es dann auch schon recht geben, da dachte ich mir jetzt auch, so toll diese Szenen auch sind, ein bisschen Luft dazwischen wäre auch nett gewesen. Theresia, willst du diese Szenen jetzt mit Inbrunst verteidigen oder verstehst du, was der Sven und auch ich vielleicht jetzt hier bemängeln? Nee, das verstehe ich auch komplett. Also ich mochte diese Szene, also dieses Gespräch zwischen ihnen auch, und ich fand es einmal unfair, dass halt immer Joel, nur weil halt Ellie jetzt so jung ist, davon ausgeht, dass Ellie halt nur nichts in ihrem Leben erlebt hat und nicht weiß, was Verlust ist. Das finde ich halt sehr hart, und ich finde, das war auch sehr gerechtfertigt, dass die ihm sagt, du hast keine Ahnung, ich habe schon sehr viele Leute verloren. Aber ja, das ist dann immer so, das ist dann immer so eine Spitze, dass da halt Streit ist und dann geht man schon auseinander und im nächsten Moment ist sie irgendwie wieder alles vergessen. Also
das finde ich schon auch irgendwie schwierig. Ich weiß, man muss nicht immer alles bis ins letzte Detail ausdiskutieren, aber ein bisschen mehr hätte ich da dann schon erwartet. Oder vielleicht ist es aber auch so, wie halt Joel und Ellie ticken. Die brauchen dann mal so einen Moment, wo sie aufeinander krachen, aber dann im nächsten Moment, ja, komm, wir raufen sie zusammen. Ja. Aber ich verstehe den Kritikpunkt total. Die Szene endet dann damit, dass Joel ihr relativ klar macht, von morgen an gehen wir getrennte Wege und mein Bruder wird das erledigen, denn der ist jünger, der ist besser, der ist toller. Und ja, dann gibt es noch Erinnerungen an Joels verstorbene Tochter, Sarah. Ja, und am Morgen ist dann Ellie schon früh aufbruchbereit und macht keine Anstalten wegzulaufen, was ich interessant finde, denn ich glaube, die Ellie von vor ein paar Folgen noch, die hätte einfach gesagt, leck mich, ich hau ab. Ja, ich habe darauf keinen Bock. Aber diese Ellie ist, sag ich mal, achtig. Die sitzt da mit gepackten Sachen, aufbruchbereit in ihrem Zimmer. Tommy kommt rein und sagt, komm, wir gehen. Und sie sagt, jo, dann gehen wir mal. Ja, das fand ich also interessant. Sie auch, dass die Ellie von vor ein paar Folgen da vielleicht anders reagiert hätte? Kann schon sein. Also mir hat die Folge, also mir hat diese Szene dann wirklich einfach so ein bisschen so einen Stich ins Herz gegeben, weil sie hat sich dann so quasi ihrem Schicksal ergeben, sitzt da auf gepackten Taschen, wartet einfach nur, dass sie abgeholt wird. Und dann hörst du halt die Schritte, dass halt da jemand kommt. Und vielleicht für einen kurzen Moment denkt man noch, weil man sieht's ja nicht, vielleicht macht es doch Joel die Tür auf, aber nein, es ist Tommy. Ja, aber liebe Theresia, ich glaube, dass dein Herz dann, nachdem es gebrochen war, relativ schnell wieder ganz war, denn diese Situation so, nein, ich mache es nicht, ich mache es doch, geht dann auch recht schnell. Ja. Also es ist eine sehr emotionale Folge, aber es ist auch eine Folge, die sehr temporeich geht, was die Entscheidung oder die Revidierung von Entscheidungen angeht. Denn im Stall steht da plötzlich Joel und das war eine Szene, die fand ich sehr schön auch sehr, sehr, sehr lustig. Nämlich Er sagt halt so, ja, ich wollte mir ein Pferd stehlen. Und dann meinte Tommy sowas wie, ja, hättest du eins bekommen oder so. Und dann meint Joel so, okay, ja, ist klar. Übrigens, Ellie, was willst du? Willst du lieber mit meinem Bruder oder lieber mit dir? Ja. Die Sache ist erledigt. Richtig. Also, ich fand's schon irgendwie amüsant. Aber ich dachte mir auch so, okay, es erweitert die Beziehung nicht wirklich. Und vor allem fehlt mir auch so ein bisschen die Erklärung, ich meine, worüber hat Joel jetzt die letzten, ich sag mal, 6-7 Stunden nachgedacht? Weiß nicht. Also irgendwie wurde ich daraus nicht richtig schlau. Wurdest du daraus schlau, Theresia? Nee, also ich muss sagen, also ich hatte auch sehr viel Spaß mit der Szene, aber ich habe es auch nicht verstanden, warum, wieso, weshalb er jetzt auf einmal seine Meinung geändert hat. Also das wurde mir auch nie so wirklich gut, ja, übermittelt. Also ich verstehe es halt nicht. Ich meine, ich finde es schön, aber ich habe es nicht verstanden, woher jetzt wieder dieser Sinneswandel kommt. Hm. Ich habe gedacht, ich habe Sekundenschlaf gehabt und habe nochmal zurückgespult, ob ich vielleicht was verpasst habe. Aber nein, das ging sehr zackig. Also das ging, ja. Also nicht mal, das war ja nicht mal eine Millisekunde, sondern suchst dir aus, du, tschüss, okay, alles klar. Und dazu hast du schon auf dem Pferd. Ja, genau. Hä? In der Ellen-Szene sagt er, es ist besser, wir gehen getrennte Wege. Und dann, ja, ich wollte die Entscheidung freistellen. Genau. Okay, ich gehe mit dir. Suchst dir also, aus. Ja, genau. Ja. Was ist passiert? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall scheint Tommy mit der Entscheidung ganz froh zu sein. Er sagt dann noch, für euch ist hier immer ein Platz, was sehr schön ist, denn ich glaube, dass Jackson wirklich ein guter Ort zum Leben ist in der Postapokalypse. Ja, und dann geht's los. Und dann erfahren wir noch, dass es ungefähr ein Wochenritt ist bis zu diesem Krankenhaus oder Universität, wo die Fireflies halt sein sollen. Unterwegs gibt es dann auch ein bisschen College. Ist College nicht das gleiche wie Universität oder bin ich da? Keine Ahnung. Ist ja egal. Ist ja, komm. Wir Teutonen kennen uns damit ähnlich aus. Unterwegs gibt es dann noch ein bisschen Schießtraining, wo Joel die wunderschöne Wertung ablässt, willst du es abfeuern oder es schwängern? Und Ellie kommt nicht so richtig zurecht mit dem Schießprügel, Joel aber dafür umso mehr. Was dann noch folgt, ist eine kleine Montage und dann sind wir dann auch 5 Tage später am College. Auf dem Weg dorthin scheint es noch Football-Erklärung zu geben. Mhm. Das ist etwas, was
der Sven bei mir auch mal versucht hat, aber keinen Erfolg hatte. Hast du es jetzt wenigstens, nicht auf. Hast du es jetzt wenigstens verstanden? Das hat er ja wirklich super einfach erklärt. Ja, also ein Fumble ist, wenn der Torwart rauskommt und den Ball mit der Hand nimmt, oder? Okay, erzähl lieber weiter über Last of Us. Ich lausche. Lassen wir das Football-Thema. Jetzt kommt eine Sache. Also ich habe die Folge ja bislang wirklich sehr gut gefunden und finde sie auch insgesamt wirklich gut. Aber jetzt kommt eine Sache, die ich wirklich schwach finde. Nämlich diese gesamte Uni-Sequenz. Dazu sei gesagt, die Folge geht minus Abspann so 54, 55 Minuten. Und wir sind jetzt schon bei Minute, glaube ich, 50. Und diese ganze Sequenz in dieser Universität oder College oder was weiß ich, ist im Spiel sehr lange. Sie ist eine sehr spannende Sequenz, weil man natürlich immer guckt, so, ist da irgendwas? Es könnte ja überall Klicker sein. Überraschung, wir haben in dieser Folge noch gar keine Infizierten gesehen, oder? Nee. Ne? Und ja, wir sehen auch keine heute, denn wir sehen halt Affen, was eine sehr schöne Szene ist. Auch da war es sehr schön, wie die Effekte aussehen. Wie gesagt, bei der Erstsichtung waren die noch nicht fertig. Da sahen die Affen aus wie aus Jumanji, und zwar dem ersten Teil mit Robin Williams. Aber liebe Leute, ihr müsst halt diese Momente oder Spannungssequenzen auch mal ein bisschen ausbauen, denn das bietet hier keine Spannung. Klar, es gibt diesen Moment so, dass sie in diesem Gebäude drin sind und dann hören sie was und dann kommt aber relativ schnell raus, es sind halt Affen. Aber das müsst ihr halt ein bisschen besser aufbauen. Also, ich fand's echt schade, aber diese ganze Universitätssequenz, bis auf, ich sag mal, das Ende, dazu dann gleich später mehr, war komplett spannungslos. Mhm. Also, ich fand, das war mal wieder eine vertane Chance. Theresia, ich hörte schon ein zustimmendes Mhm. Ja. Oder? Also, gut, was mich halt stört, ist, bis auf die erste Folge, wo die Fireflies da waren, habe ich die nie wieder gesehen. Existieren die wirklich noch? Mhm. Gut, ich meine, es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn die quasi, das ist ja Ziel des Spiels, dass man von Punkt A nach Punkt B kommt. Natürlich zerstört die Spannung, wenn die in der zweiten Folge schon am Ziel wären und alles wär schön und gut. Aber die kommen da wieder in dieser Uni an, man merkt, okay, die waren da mal, aber sie sind wieder alle weg und man weiß halt wiederum den Grund nicht. Und ja, es wäre auch mal wieder schön gewesen, so ein positives Erlebnis zu haben, dass man da wieder auf irgendwen trifft und jetzt ist wieder die Frage, okay, wie geht's jetzt überhaupt weiter, was macht man jetzt? Und das hat mich ein bisschen gestört. Ja, und auch spannend. Also ich habe immer so das Gefühl, dass müsste man mehr Angst vor Menschen haben, als wie vor Infizierten. Weil also es gab schon mehr Auseinandersetzungen mit Menschen, als wie mit Infizierten. Und für das, dass sie es da wieder so aufgebaut haben, haben sie es dann wirklich wieder schnell abgehandelt und war wieder so, ja. Ist ja so eine gängige Praxis bei, ich nenne es mal so Zombie-Filmen oder Serien, dass der Mensch ja an sich immer das größte Raubtier oder Ungeheuer bleibt. Das ist relativ normal. Und sie treffen ja auch noch auf Menschen, aber ich denke mir halt so, weißt du, im Spiel, und da wird mir Sven sicherlich beipflichten, da läufst du nicht einfach mal so durch dieses Gelände. Da passt du halt echt auf, weil du weißt, in jedem Moment könnte da irgendwie ein Infizierter irgendwo rauskommen. Und bitte vergessen mir nicht, dass die Serie eins etabliert hat, dass es dieses Netzwerk für dieses Pilznetzwerk gibt. Und wenn du irgendwo drauf trittst, weißt du, irgendwo ein Pilz, oh, da ist ja jemand. Mhm. Und das haben sie in der Einfolge etabliert und haben es nie wieder benutzt. Und gerade jetzt das am College wäre doch prädestiniert für solche Szenen. Oder Sven, wie siehst du das? Also ich muss auch sagen, es war wirklich so, ich habe nachdem das College, das ist einfach, also sorry, ich muss sagen, das ist für den Arsch. Die ganze, das hätte man schon von außen, also die reiten da durch, das sind keine Wachen, es ist alles kaputt und also da, die Chance, dass da eine Basis oder irgendwas ist, liegt gegen null. Und ja, es ist aber das, was ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, wo sie noch in die Tanke rein sind, um sich Waffen zu holen. Da war es auch so, die schlappen da einfach rein. Und es ist ja nicht nur, ich finde, du hast ja eigentlich eine doppelte Gefahr. Ja, du hast die Infizierten und du hast irgendwelche abgefuckten Freaks.
Und die schlappen da rum als, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Aber ja, da kommt nichts auf. Es kommt für mich keine Spannung auf. Und ich fand's auch sauschade. Ich hätte von Jackson gerne mehr gesehen und ein bisschen mehr Interaktion zwischen Tommy, Maria, Joel und Ellie. Das war für mich so, es ist verschenkt. Es ist wirklich verschenktes Potenzial und es ist wirklich nicht spannend. Sie haben so viel Mittel, die sie nicht benutzen. Ja, wie hier, das Fungifon oder so, wo ich mir denke, der musste doch doppelt und dreifach aufpassen. Das ist wirklich sehr schade. Das ist Kudos für den Begriff Fungifon. Der ist super, ja. Den muss ich ja merken. Nee, ist, wirklich? Weil, ja, wie du schon gesagt hast, ein falscher Tritt, ein Tritt auf irgendwas oder ein Klicker, Runner, Bloater oder sonst was legt einmal seinen Finger auf den Boden und sagt, 110, das Buffet ist eröffnet. Ja, da machen sie nichts draus. Das wäre so geil. Und ich finde es auch schade. Natürlich ist der Mensch die größte Bedrohung, aber man hätte doch, also ein bisschen mehr Infizierte hätte ich schon gern. Mir geht es jetzt nicht um die Action, sondern mir geht es auch wirklich um die Spannung. Ja, also das ist was, wo ich sagen muss, ich mag die Serie wirklich, also auch die Folgen, aber diese Spannung oder diese Action, die vermisse ich jetzt schon über mehrere Folgen, würde ich mal behaupten. Was jetzt wirklich an der Qualität der einzelnen Folgen, möchte ich nicht meckern, aber das ist was mir wirklich irgendwie fehlt. Gut, dass du mehr Spannung, mehr Action. Also, gut, dass du das so sagst, weil du und ich ja die Filme kennen, die Spiele kennen. Deswegen habe ich noch gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was du raus hast, ob es dir genauso geht, weil du weißt ja nicht, was passiert. Ja. Aber dadurch, dass ich weiß, dass es ein Spiel ist und dass es dort Infizierte gibt, also ich muss jetzt nicht in jeder Folge irgendwie drei Angriffe von diesen Infizierten haben. Aber dass man halt, also jetzt in der Folge ist ja kein einziger aufgetaucht und das finde ich irgendwie schon schade, weil das ja eigentlich für mich so dieser Hauptgedanke war, okay, ich muss mich halt von Punkt A nach Punkt B durchschlagen und muss halt aufpassen, dass ich diesen Infizierten nicht in die Quere komme. Und dafür muss ich sagen, passiert mir in dieser gesamten Serie aktuell zu wenig. Also ich für meinen Teil fände es absolut okay, wenn es in dieser Folge keinen Infizierten gibt. Aber ich finde halt auch, dass die Bedrohung durch diese Menschen nicht richtig inszeniert wird. Also weil wir haben jetzt den Moment halt, dass Joel und Ellie merken, okay, die Fireflies sind aufgebrochen und laut einer Karte sind sie jetzt in Salt Lake City. Also nächster Stopp dann Salt Lake City. Und dann hört man halt eben, dass da draußen bewaffnete Männer unterwegs sind und sieht sie dann auch und geht zum Hinterausgang und dann kommt ein Hinterrücksangriff von einem Angreifer, wo ich mir auch dachte, also da muss der Joel wirklich komplett blind und taub gewesen sein, dass er den nicht mal gehört hat, weil das ist ja, also bei aller Liebe. Und das ist auch so spannungslos inszeniert. Also es gibt dann diesen Kampf und Joel erwürgt ihn sehr, nicht bestialisch, aber da ist schon auch eine gewisse Wuchtigkeit. Er bricht ihm das Genick. Bricht ihm das Genick, ja. Genau, aber auch da, muss ich sagen, sind die Spiele noch mal um einiges härter. Und dann sehen wir halt, dass der Angreifer ihn noch getroffen hat mit einem durchgebrochenen Baseballschläger, der jetzt in Joels Bauch steckt. Und der wird danach schnell rausgezogen. Dann kommen die anderen bösen Jungs angelaufen und die beiden steigen auf dem Pferd und reiten weg. Und diese ganze Sequenz ist langweilig. Es tut mir leid. Die war völlig unnötig. Aber ich will ja nicht, dass es den beiden schlecht geht. Ich möchte ja, dass sie es schaffen, ja. Aber dann muss man es vielleicht auch ein bisschen besser inszenieren. Und ich glaube, dass die Wahl der Regisseurin, diese Jasmina Zabanic, gut ist, was den emotionalen Kern der Geschichte angeht. Aber was das Spektakel angeht, was die Spannung angeht, was die Bedrohung angeht, ist diese Folge für mich eine richtig krasse Enttäuschung und das komplette Gegenstück zu dem emotionalen Kern. Also es ist wirklich so Licht und Schatten. Auf der einen Seite diese Emotionen, die wirklich geil sind, wirklich für mich die in der Hinsicht die beste Folge der Staffel, noch besser als die dritte, weil hier endlich auch mal die Figuren emotionalen Unterbau und Kern bekommen, die halt wichtig sind und nicht nach 3 Minuten tot. Aber im Gegensatz dazu, das andere
große, wichtige Element, was diese Serie und die Videospiele auszeichnen, nämlich dieser Bedrohungsfaktor, ist hier für mich fast nicht vorhanden. Mhm. Abgesehen mal von der kurzen Szene mit dem Hund, die auch wirklich spannend war, aber das Ende, da hätte man so viel machen können und zwar nicht nur die Spiele nachahmen, sondern auch so von sich aus wirklich spannende Momente reinbringen können, evozieren können. Das ist für mich nix. Das war nix. Und deswegen muss ich sagen, weil ihr kennt ja, wenn man im Restaurant isst man super und dann kommt das Dessert scheiße, wirft das irgendwie dann, macht es den ganzen Abend so ein bisschen zunichte. Und so geht es mir hier auch. Es ist eine gute Folge, aber der Schluss, also die letzten, ich sag mal 10 Minuten, da dachte ich mir so ein bisschen, boah nee Leute, das war irgendwie, auf der Ziellinie habt ihr das dann noch irgendwie geschafft zu, ich sag mal, versagen. Sven, wie siehst du es? Genauso. Also mir war es wirklich, mir war es bei den Gesprächen, wie gesagt, schon etwas zu schnell abgehandelt. Aber als ich dann das College-Debakel gesehen habe, dachte ich, oh komm. Also ihr gebt euch für so viele Sachen ewig Zeit. Aber sowas dramaturgisch auch richtig geil darzustellen, dass du mitfieberst, trotz dass du weißt, wie es weitergeht. Oder zumindest mal das Grundgerüst. Kriegt ihr nicht hin. Und ich finde auch, sie reitet weg, schießt nach hinten. Piu, 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 piu. Fand ich auch. Hat mir auch gefallen. Und dann hast du schon hinten dran gehört, ach Gott, so, ja, fuck, ja, komm, wir lassen's. Und dann sind sie wieder, was weiß ich, was machen gegangen, Affen jagen oder keine Ahnung. Aber ja, ich hatte auch, also allein schon vielleicht doch diese Gefahr zuzusetzen, die könnten uns vielleicht doch verfolgen, nennen sie rein, sie verfolgen uns nicht. Ja, das ist traurig. Ich fand es wirklich traurig, weil die haben so viel Werkzeug und sie benutzen es nicht. Ja, und du denkst halt immer, also ich zumindest, für jemanden, der die Spiele nicht kennt, okay, jetzt passiert dann irgendwas, jetzt geht es irgendwie noch rund die letzten 5 Minuten und dann passiert einfach nichts, das verpufft halt so. Ja, verpuffen ist tatsächlich, das, so würde ich es auch beschreiben. Also, weil die hätten ja, wie gesagt, das Material wäre ja da. Mhm. Ne? Aber es ist so ein bisschen, es macht nicht Peng, es macht Puff. Und ja, wir sind jetzt auch am Ende der Folge. Also es sei noch gesagt, sie sind halt weiter draußen, werden nicht mehr verfolgt und Joel fällt dann irgendwann vom Pferd. Und Ellie weiß halt nicht, was sie tun soll. Das sagt sie auch relativ deutlich. Und dann endet die Folge mit einem Depeche Mode-Song, nämlich mit dem Cover von Never Let Me Down, übrigens gesungen von Jessica Mason, der Tochter von Craig Mason. Und damit verabschieden wir unsere Helden für diese Folge. Wir werden dann nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Oder etwa doch nicht. Mal sehen, was uns da erwartet. Aber jetzt ist erstmal Fazitzeit. Und ich habe ja mein Fazit gerade eben schon gesagt, deswegen mache ich es ganz einfach. Vom emotionalen Part her war das für mich eine Trüffelfolge. Für den Part des Horrors, des Spektakels, des Thrills, der Spannung war es Dosenchampignons. Gar keine Frage. Bleibt für mich dann nur Wertung Steinpilz. Sven, wie sieht es bei dir aus? Anfang Trüffel. Mitte Steinpilz. Und ja, gegen Ende war es Dosenchampignons, ja. Also zusammengerechnet wäre es dann auch insgesamt Steinpilz, oder? Ja. Ja. Gut. Theresia, bitte. Ja gut, dann sind wir ähnlich. Bei mir ist es genauso. Also ich finde auch, die emotionalen Szenen waren wahnsinnig gut. Und vor allen Dingen, wie wir schon gesagt haben, diese eine Szene zwischen Joel und Tommy fand ich wirklich großartig. Ja, mein Kritikpunkt ist eben auch, dass es hier vom Spannungsbogen her, von der Action, vom Horror her, fehlt mir in dieser Folge definitiv was. Ich hoffe jetzt noch auf die nächsten paar Folgen, bin aber weiterhin, ich mag die Serie, also mir gefallen die Folgen, aber das ist halt wirklich so ein Kritikpunkt, dass man mehr aus diesen Spannungssachen machen könnte. Also wie gesagt, also die spannendste Szene in der Folge fand ich das mit dem Hund. Mhm. Ja. Und das sagt, glaube ich, schon einiges. Also da ist wirklich noch viel, 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 viel Luft nach oben. Ja. Schade irgendwie, ne? Weil, wie ich es schon sagte, ich fand, da war eigentlich alles da Nötige da, aber naja, mal schauen. Nächste Woche dann
Folge 7 und dann sind wir fast am Ende, denn es gibt ja nur 9 Folgen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr da draußen unser Recap bewertet. Ich hoffe mit Trüffel, weil, seien wir ehrlich, wenn jemand Trüffel ist, dann ist es Sven Theresio nicht. Da muss man nicht drüber reden. Danke euch aber trotzdem draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es bei www.tele-stammtisch.de. Außerdem gibt es uns bei Twitter, glaube ich auch, bei Instagram, ach, überall im Internet. Und wenn ihr diese Folge hier zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify hört, wäre es sehr nett von euch, die positiv zu bewerten. Am liebsten wäre uns natürlich mit 5 Sternen. Damit wären wir für heute raus. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf da draußen, tretet nicht auf das Fungifon. Ich sage Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und der Erfinder des Wortes Fungifon, aka Sven, dem gehört heute das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Oh Gott, ich muss es sagen. Schieß auf die Geißel, schieß auf die Geißel. Ciao. Harry, du wolltest es doch so. Okay, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.